121. Die Aussprache. 121. Die Aussprache. Als Ulrich bei Diotima eintraf, meldete ihm Rachel beim Öffnen, dass die gnädige Frau nicht zu Hause, aber Dr. Arnheim hier sei und auf sie warte. Ulrich erklärte, dass er eintreten wolle, ohne zu bemerken, dass bei seinem Anblick seiner ruhigen kleinen Freundin das Blut ins Gesicht geschlagen war. Auf der Straße flutete noch Unruhe hin und her, und Arnheim, der am Fenster gestanden hatte, kam ihm von dort entgegen, um ihn zu begrüßen. Der unerwartete Zufall dieses zögernd gesuchten Zusammentreffens belebte sein Gesicht. Aber er wollte vorsichtig sein und fand nicht den gewünschten Anfang. Auch Ulrich konnte sich nicht entschließen, gleich mit den galizischen Öllagern zu beginnen, und so schwiegen die beiden Männer bald nach den ersten Begrüßungsworten und traten schließlich gemeinsam ans Fenster, wo sie stumm auf die Erregung in der Tiefe hinabsahen. Nach einer Weile sagte Arnheim: »Ich kann Sie nicht verstehen. Ist es nicht tausendmal wichtiger, sich mit dem Leben abzugeben, als zu schreiben? Ich schreibe ja nichts«, erwiderte Ulrich knapp. »Daran tun Sie recht.« Arnheim passte sich der Antwort an. »Das Schreiben ist so wie die Perle, eine Krankheit. Sehen Sie?« Er wies mit zwei in seiner gepflegten Finger auf die Straße, eine Bewegung, die trotz ihrer Schnelligkeit ein wenig vom päpstlichen Segen an sich hatte. »Da kommen die Leute einzeln und in Rudeln. Von Zeit zu Zeit wird von innen ein Mund aufgerissen und schreit. Ein andermal würde der Mann schreiben.« »Da haben Sie recht.« »Aber Sie sind doch selbst ein berühmter Schriftsteller.« »Oh, das will nichts bedeuten.« Aber nach dieser Antwort, die in liebenswürdiger Weise alles offen ließ, wandte sich Arnheim Ulrich zu, indem er sich ihm ausführlich in ganzer Breite zudrehte und Brust an Brust vor ihm stehend die Worte weit auseinanderlegend sagte: »Darf ich Sie etwas fragen?« Es war natürlich unmöglich, darauf Nein zu sagen. Aber da Ulrich unwillkürlich ein wenig abgerückt war, wirkte diese rhetorische Höflichkeit wie eine Seilschlinge, die ihn wieder heranholte. »Ich hoffe«, begann Arnheim, »dass Sie unseren letzten kleinen Zusammenstoß nicht übel vermerkt, sondern der Teilnahme zugute gehalten haben, die ich Ihren Anschauungen entgegenbringe, auch wenn Sie, was ja nicht selten geschieht, in meinen zu widersprechen scheinen. Dann darf ich Sie also fragen, ob Sie wirklich daran festhalten, dass, ich möchte es gerne zusammenfassend sagen, dass man mit einem eingeschränkten Realgewissen leben soll. Drücke ich mich richtig aus?« Das Lächeln, womit Ulrich antwortete, sagte: »Ich weiß es nicht und warte ab, was du noch sagen wirst.« »Sie haben von einem gleichsam in Schwebe zu lassenden Leben gesprochen, nach der Art von Gleichnissen, die unentschieden zwischen zwei Welten zu Hause sind. Sie haben außerdem zu ihrer Frau Cousine Verschiedenes gesagt, was außerordentlich fesselnd ist. Es wäre sehr kränkend für mich,
wenn sie mich etwa für einen preußischen Geschäftsmilitaristen hielten, der für derlei kein Verständnis hat. Aber sie sagen zum Beispiel, es sei nur der gleichgültige Teil unserer selbst, woraus unsere Wirklichkeit und Geschichte entstehe. Ich verstehe das etwa so, dass man die Formen und Typen des Geschehens erneuern müsste. Und dass es bis dahin Ihrer Meinung nach einigermaßen gleichgültig sei, was gerade Hinz und Kunz widerfahre. Ich meine, schaltete Ulrich vorsichtig und widerstrebend ein, es erinnert an einen Stoff, der in tausend Ballen technisch sehr vollendet erzeugt wird, aber nach alten Mustern, um deren Entwicklung sich niemand kümmert. Mit anderen Worten, fiel Arnheim ein, ich verstehe Ihre Behauptung so, dass der gegenwärtige zweifellos unbefriedigende Weltzustand davon komme, dass die Führer glauben, Weltgeschichte machen zu müssen, statt alle Kraft des Menschen darauf zu richten, die Sphäre der Macht mit Ideen zu durchdringen. Man könnte es vielleicht noch richtiger mit einem Fabrikanten vergleichen, der drauf losproduziert und sich nur nach dem Markt richtet, statt diesen zu regulieren. Sie sehen also, dass mich Ihre Gedanken sehr nahe berühren. Aber Sie müssen gerade deshalb verstehen, dass diese Gedanken auf mich als einen Mann, der unaufhörlich Entscheidungen treffen muss, von denen ausgedehnte Betriebe in Bewegung erhalten werden, mitunter auch geradezu ungeheuerlich wirken. Zum Beispiel, wenn Sie eben den Verzicht auf die Realbedeutung unseres Tuns fordern, auf den vorläufig definitiven Charakter unserer Handlung, wie unser Freund Leinsdorf so entzückend sagt, dessen ungeachtet man wirklich nicht ganz drauf verzichten kann. Ich verlange gar nichts, sagte Ulrich. Oh, Sie verlangen wohl mehr. Sie verlangen das Bewusstsein des Versuchs, Arnheim sagte es mit Lebhaftigkeit und Wärme. Die verantwortlichen Führer sollen daran glauben, dass sie nicht Geschichte zu machen, sondern Versuchsprotokolle auszufüllen haben, die weiteren Versuchen zur Grundlage dienen können. Ich bin entzückt von diesem Einfall. Aber wie sieht es zum Beispiel mit Kriegen und Revolutionen aus? Kann man die Toten wieder aufwecken, wenn der Versuch durchgeführt ist und vom Arbeitsplan abgesetzt wird? Ulrich unterlag nun doch dem Reiz des Sprechens, der nicht viel anders zur Fortsetzung anstachelt, wie der des Rauchens, und entgegnete, dass man wahrscheinlich alles, um es fördern zu können, in vollem Ernst anpacken müsse. Auch wenn man wisse, dass 50 Jahre nach seiner Durchführung noch jeder Versuch der Mühe nicht wert war. Aber dieser perforierte Ernst sei auch sonst nichts Ungewöhnliches. Man setze oft genug sein Leben im Spiel und für nichts ein. Psychologisch würde ein Leben auf Versuch also nichts Unmögliches bedeuten. Was fehle, sei bloß der Wille, eine in gewissem Sinne unbegrenzte Verantwortung zu übernehmen. Darin liegt der entscheidende Unterschied, schloss er. Früher hat man gleichsam deduktiv empfunden, von bestimmten Voraussetzungen ausgehend,
Und diese Zeit ist vorbei. Heute lebt man ohne leitende Idee, aber auch ohne das Verfahren einer bewussten Induktion. Man versucht drauf los wie ein Affe. Ausgezeichnet, gab Arnheim freiwillig zu. Aber nun verzeihen Sie mir doch eine letzte Frage. Sie empfinden, wie mir Ihre Cousine wiederholt gesagt hat, lebhafte Teilnahme für einen krankhaft gefährlichen Menschen. Ich verstehe das, nebenbei bemerkt, sehr gut. Auch gibt es noch kein rechtes Verfahren mit solchen Leuten. Und das Verhalten der menschlichen Gesellschaft ist ihnen gegenüber schändlich fahrlässig. Aber wie die Verhältnisse nun einmal liegen und nur die Wahl lassen, dass dieser Mensch entweder unschuldig getötet wird oder Unschuldige tötet, würden Sie ihn in der Nacht vor seiner Hinrichtung entschlüpfen lassen, wenn Sie die Macht dazu hätten? Nein, sagte Ulrich. Nein? Wirklich nein? Fragte Arnheim plötzlich sehr lebhaft. Ich weiß es nicht. Ich glaube nein. Ich könnte mich natürlich darauf ausreden, dass ich in einer falsch eingerichteten Welt gar nicht so handeln darf, wie es mir recht vorkommt. Aber ich will Ihnen einfach zugeben, dass er nicht weiß, was ich zu tun hätte. Dieser Mann ist zweifellos unschädlich zu machen, sagte Arnheim nachdenklich. Er ist aber in den Zeiten seiner Anfälle ein Sitz des Dämonischen, das in allen starken Jahrhunderten dem göttlichen Verband empfunden wurde. Früher hätte man den Mann, wenn seine Anfälle kamen, in die Wüste geschickt. Er würde dann vielleicht auch gemordet haben, aber in einer großen Vision, wie Abraham den Isaak schlachten wollte. Das ist es. Wir wissen heute nichts mehr damit anzufangen. Und wir meinen nichts mehr ehrlich. Vielleicht hätte sich Arnheim zu diesen letzten Worten hinreißen, hatte er sich hinreißen lassen und wusste selbst nicht genau, was er damit sagen wollte. Dass Ulrich nicht so viel Seele und Torheit aufbrachte, um die Frage, ob er Moosbrugger retten würde, ohne Hemmung zu bejahen, hatte seinen eigenen Ehrgeiz aufgestachelt. Aber Ulrich, obwohl er diese Wendung des Gesprächs fast als ein Zeichen empfand, das ihn unerwartet an seinen Beschluss im Leinsdorfschen Palais erinnerte, ärgerte sich über die verschwenderische Ausschmückung, die Arnheim dem Gedanken an Moosbrugger gab. Und beides ließ ihn gespannt, trocken fragen: Würden Sie ihn befreien? Nein, erwiderte Arnheim lächelnd. Aber ich wollte Ihnen einen anderen Vorschlag machen. Und ohne ihm Zeit zum Widerstand zu lassen, fuhr er fort: Ich will Ihnen schon lange diesen Vorschlag machen, damit Sie Ihr Misstrauen gegen mich aufgeben, das mich offen gestanden kränkt. Ich möchte Sie sogar für mich gewinnen. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie ein großes Wirtschaftsunternehmen innen aussieht? Es hat zwei Spitzen: die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat. Über diesen beiden gewöhnlich noch eine dritte, das Exekutivkomitee, wie Sie es hierzulande nennen, das aus Teilen von beiden besteht und täglich oder beinahe täglich zusammentritt. Der Verwaltungsrat ist selbstverständlich mit Vertrauensleuten der Aktienmajorität besetzt.
gönnte Ulrich jetzt erst eine Pause, und sie war so, als prüfe er ihn, ob ihm nicht schon bisher etwas aufgefallen sei. Ich sagte, die Aktienmajorität entsende ihre Vertrauensleute in Verwaltungsrat und Exekutivkomitee. Halfer nach. Stellen Sie sich unter dieser Majorität etwas Bestimmtes vor. Ulrich tat es nicht. Er besaß nur eine unbestimmte Sammelvorstellung vom Geldwesen, die Beamte, Schalter, Coupons und urkundenähnliche Papiere enthielt. Ulrich half abermals nach, Arnheim half abermals nach. Haben Sie schon jemals einen Verwaltungsrat gewählt? Sie haben es nie getan, setzte er gleich selbst hinzu. Das hätte auch keinen Sinn daran zu denken, denn Sie werden nie die Aktienmajorität eines Unternehmens besitzen. Er sagte das so bestimmt, dass sich Ulrich fast durch den Mangel einer so wichtigen Eigenschaft hätte beschämt fühlen können. Und es war auch ein echt arnheimscher Einfall, mit einem einzigen Schritt und ohne Mühe von den Dämonen zu den Verwaltungsräten überzugehen. Er fuhr lächelnd fort. Ich habe Ihnen eine Person bisher nicht genannt, und es ist in gewissem Sinne die wichtigste. Ich habe die Aktienmajorität gesagt. Das klingt wie eine harmlose Vielheit. Dennoch ist es fast immer eine einzelne Person. Ein ungenannter und der großen Öffentlichkeit unbekannter Hauptanteilbesitzer, der von jenen verdeckt wird, die er an seiner Stadt vorschickt. Nun dämmerte es Ulrich natürlich, dass dies Dinge seien, von denen man jeden Tag in der Zeitung lesen könne. Aber Arnheim verstand es immerhin, ihnen Spannung zu geben. Neugierig fragte er ihn, wer die Aktienmajorität der Lloyd-Bank besitze. Das weiß man nicht, erwiderte Arnheim ruhig. Richtiger gesagt, Eingeweihte wissen es natürlich. Es ist nicht üblich, davon zu sprechen. Lassen Sie mich lieber auf den Kern dieser Dinge kommen. Überall, wo zwei solche Kräfte da sind, ein Auftraggeber auf der einen, eine Verwaltung auf der anderen Seite, entsteht von selbst die Erscheinung, dass jedes mögliche Mehrungsmittel ausgenutzt wird, ob es nun moralisch und schön ist oder nicht. Ich sage wirklich von selbst, denn diese Erscheinung ist in hohem Grade unabhängig vom Persönlichen. Der Auftraggeber kommt nicht unmittelbar in Berührung mit der Ausführung. Und die Organe der Verwaltung sind dadurch gedeckt, dass sie nicht aus persönlichen Gründen, sondern als Beamte handeln. Dieses Verhältnis finden Sie heute allenthalben und durchaus nicht nur im Geldwesen. Sie können versichert sein, dass unser Freund Tutsi in größter Gewissensruhe das Zeichen zu einem Krieg geben würde, selbst wenn er persönlich nicht einen alten Hund totschießen könnte und ihren Freund Moosbrugger, werden Tausende zum Tode befördern, weil sie es bis auf drei nicht mit leiblicher Hand zu tun brauchen. Durch diese zur Virtuosität ausgebildete Indirektheit wird heute das gute Gewissen jedes Einzelnen wie der ganzen Gesellschaft gesichert. Der Knopf, auf den man drückt, ist immer weiß und schön. Und was am anderen Ende der Leitung geschieht, geht andere Leute an, die für ihre Person wieder nicht drücken. Finden Sie es abscheulich? So lassen wir Tausende sterben oder vegetieren, bewegen Berge von Leid, richten damit aber auch was aus. Ich möchte beinahe behaupten, dass sich darin, in der Form der sozialen Arbeitsteilung, nichts anderes ausdrückt als die alte Zweiteilung des menschlichen Gewissens in gebilligten Zweck
und in Kauf genommene Mittel, wenn auch in einer grandiosen und gefährlichen Weise. Ulrich hatte zu Arnheims Frage, ob er das verabscheue, die Achseln gezuckt. Die Teilung des moralischen Bewusstseins, von der Arnheim sprach, diese fürchterlichste Erscheinung des heutigen Lebens hat es immer gegeben. Aber sie ist zu ihrem grauenvollen guten Gewissen erst als eine Folge der allgemeinen Arbeitsteilung gelangt. Als solche besitzt sie auch etwas von der großartigen Unvermeidlichkeit. Es widerstrebte Ulrich, sich schlichtweg über sie zu entrüsten, und erregte zum Trotz das komische und angenehme Gefühl in ihm, das eine 100-Kilometer-Geschwindigkeit bereitet, wenn ein bestaubter Moralist am Wege steht und schimpft. Als Arnheim schwieg, sagte er darum zuerst: Jede Form der Arbeitsteilung lässt sich entwickeln. Die Frage, die Sie mir stellen dürfen, ist also nicht, ob ich abscheulich finde, sondern ob ich glaube, dass man zu würdigeren Zuständen gelangen könne, ohne umkehren zu müssen. Ihre Generalinventur, schaltete Arnheim ein. Wir haben die Teilung der Tätigkeiten ausgezeichnet organisiert. Dabei aber die Instanzen für die Zusammenfassung vernachlässigt. Wir zerstören die Moral und die Seele fortwährend nach den neuesten Patenten und glauben sie mit alten Hausmitteln der religiösen und philosophischen Überlieferung zusammenhalten zu können. Ich spotte nicht gern in dieser Weise, verbesserte er sich, und halte Witz ganz allgemein für etwas sehr Zweideutiges. Aber ich habe den Vorschlag, den Sie in unserer Gegenwart Kraft-Leinsdorf gemacht haben, dass man das Gewissen neu organisieren sollte, auch niemals bloß für einen Scherz gehalten. Es war einer, erwiderte Ulrich schroff. Ich glaube nicht an die Möglichkeit. Eher bilde ich mir noch ein, dass der Teufel die europäische Welt aufgebaut hat und Gott seinen Konkurrenten zeigen lassen will. Und Gott seinen Konkurrenten zeigen lassen will, was er kann. Eine hübsche Idee, sagte Arnheim. Aber warum haben Sie sich dann über mich geärgert, als ich Ihnen nicht glauben wollte? Ulrich antwortete nicht. Was Sie soeben sagten, steht auch in Widerspruch zu der sehr unternehmenden Äußerung über das Verfahren, wie wir uns einem richtigen Leben nähern könnten, die Sie eine Weile früher getan haben, fuhr Arnheim still und hartnäckig fort. Überhaupt fällt mir auf, ganz abgesehen davon, ob ich Ihnen im Einzelnen zustimmen kann oder nicht, wie sehr sich in ihnen tätige Neigungen und Gleichgültigkeit mischen. Als Ulrich auch darauf eine Antwort nicht nötig fand, sagte Arnheim so höflich, wie es einer Ungezogenheit gegenüber das Richtige ist: Ich habe nur Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken wollen, wie sehr man sich heute bei wirtschaftlichen Entscheidungen, von denen ohnehin beinahe alles abhängt, auch noch die moralische Verantwortung selbst zurechtlegen muss. Und wie fesselnd sie dadurch werden. Die wirtschaftlichen Entscheidungen. Es lag ein leichter werbender Nachdruck selbst in dieser zurechtweisenden Bescheidenheit. Verzeihen Sie, entgegnete Ulrich, ich habe über Ihre Worte nachgedacht. Und als täte er es noch, fügte er hinzu:
Ich wüsste gerne, ob Sie es auch für eine zeitgemäße Indirektheit und Bewusstseinseinteilung halten, wenn man der Seele einer Frau mystische Gefühle einflößt, während man es für das Vernünftigste hält, ihrem Gatten ihren Körper zu überlassen. Arnheim verfärbte sich ein wenig bei diesen Worten, aber er verlor nicht die Beherrschung der Lage. Er erwiderte ruhig: Ich weiß nicht mit Sicherheit, was Sie meinen, aber wenn Sie von einer Frau sprechen würden, die Sie lieben, können Sie das nicht sagen, denn die Gestalt der Wirklichkeit ist immer reicher als die Linienführung der Grundsätze. Er war vom Fenster weggegangen und lud Ulrich zum Sitzen ein. Sie geben sich nicht leicht gefangen, fuhr er in einem Ton fort, der sowohl von Anerkennung wie von Bedauern etwas hatte. Aber ich weiß, dass ich für Sie mehr ein feindliches Prinzip als einen persönlichen Gegner bedeute. Und die, welche für Ihre Person die erbittertsten Gegner des Kapitalismus sind, sind im Geschäft nicht selten seine besten Diener. Ich darf mich sogar selbst ein wenig dazu rechnen. Sonst würde ich mir nicht erlauben, Ihnen das zu sagen. Unbedingte und leidenschaftliche Menschen sind, wenn sie einmal die Notwendigkeit eines Zugeständnisses eingesehen haben, gewöhnlich seine begabtesten Verfechter. Ich will darum meinen Vorsatz unter allen Umständen zu Ende führen und schlage Ihnen vor, treten Sie in die Unternehmungen meiner Firma ein. Er machte absichtlich nicht viel Aufhebens von diesem Vorschlag. Im Gegenteil, er schien die billige Wirkung der Überraschung, deren er freilich sicher war, durch unbetontes und schnelles Sprechen mildern zu wollen. Ulrichs erstaunten Blick in keiner Weise erwidernd, zählte er nun gleichsam die Einzelheiten auf, die dann zu erledigen wären, wenn das einträte, wozu er im Augenblick keineswegs persönlich Stellung nehmen wolle. Sie würden natürlich anfangs nicht die Ausbildung haben, sagte er sanft, um eine leitende Stellung übernehmen zu können. Und wahrscheinlich hätten Sie auch dazu gar nicht die Lust. Ich würde Ihnen darum eine Stellung an meiner Seite anbieten. Nennen wir sie Generalsekretär. Eine Stellung, die ich eigens für Sie schaffen möchte. Ich hoffe, dass ich Sie damit nicht beleidige, denn ich denke, mit diesen Posten durchaus nicht mit einem bestechenden Gehalt ausgestattet. Wohl aber sollten Sie in Ihrer Tätigkeit die Möglichkeit finden, sich mit der Zeit jedes Einkommen zu verschaffen, das Ihnen wünschenswert erscheint. Und ich bin überzeugt, dass Sie mich nach Ablauf eines Jahres ganz anders verstehen werden als jetzt. Als Arnheim diese Rede schloss, fühlte er doch, dass er erregt war. Eigentlich wunderte er sich in diesem Augenblick darüber, dass er Ulrich nun wirklich ein solches Angebot gemacht habe. Durch diese Zurückweisung er nur bloßgestellt werden konnte, ohne dass mit der Annahme ein erfreulicher Zweck verbunden war. Denn die Vorstellung, dieser vor ihm befindliche Mensch könne zu etwas imstande sein, was er selbst nicht zu Wege bringe, war im Verlauf des Gesprächs geschwunden. Und das Bedürfnis, diesen Mann zu verführen und in seine Macht zu bringen, war unsinnig geworden, seitdem es sich Luft gemacht hatte. Dass er sich vor etwas gefürchtet hatte, was er dieses Mannes Witz nannte, erschien ihm unnatürlich. Er, Arnheim, war ein großer Herr. Für einen solchen hat das Leben einfach zu sein. Er verträgt sich mit allem anderen Großen, soweit ihm das erlaubt ist.
lehnt sich nicht abenteuerlicherweise gegen alles auf und zieht nicht alles in Zweifel, dass wir gegen seine Natur. Auf der anderen Seite aber gibt es natürlich die schönen, zweifelhaften Dinge. Und man zieht so viel von ihnen heran, als es möglich ist. Noch nie glaubte Arnheim so stark wie in diesem Augenblick, die Sicherheit der westlichen Kultur empfunden zu haben, die ein wundervolles Geflecht von Kräften und Hemmungen ist. Wenn Ulrich das nicht einsah, so war er nicht als ein Abenteurer. Und dass es sich durch ihn beinahe zu dem Gedanken hätte verleiten lassen. Hier versagten aber Arnheim die Worte, trotz ihrer stummen Verborgenheit. Er brachte es nicht fertig, sich die Vorstellung deutlich ausgliedern zu lassen, dass er daran gedacht habe, Ulrich an so eine Stadt an sich zu ziehen. Es wäre gar nicht viel dabei gewesen. Ein Gedanke, schließlich wie unzählige andere, die man nicht zu verantworten braucht. Und wahrscheinlich von irgendeiner Lebenstrauer eingegeben, wie sie am Grunde jedes tätigen Lebens zurückbleibt, weil man nie das findet, womit man zufrieden ist. Und vielleicht hatte er den Gedanken überhaupt nicht in dieser anfechtbaren Form gehabt, sondern nur etwas empfunden, dem man diese Form hätte geben können. Trotzdem wollte er sich nicht daran erinnern. Und hatte bloß schreiend deutlich die Vorstellung im Kopf, wenn man Ulrichs Jahre von den seinen abziehe, bliebe kein so großer Unterschied übrig. Und dahinter allerdings die schattenhaftere zweite, dass ihm Ulrich als Warnung vor Diotima dienen sollte. Er erinnerte sich schon öfters, sein Verhältnis zu Ulrich so empfunden zu haben wie einen Nebenkrater, an dem man die Unheimlichkeit der Vorgänge erkennt, die sich im Hauptkrater vorbereiten. Und es beunruhigte ihn einigermaßen, dass es hier nun zum Ausbruch gekommen war, denn die Worte waren ausgeflossen und bahnten sich ihren Weg ins Leben. Was soll geschehen? Fuhr es Arnheim durch den Kopf, wenn dieser Mensch annimmt. In solcher Weise näherten sich die gespannten Augenblicke ihrem Ende, in denen ein Arnheim auf die Entscheidung eines jüngeren Mannes warten musste, dem er nur durch seine Einbildung Bedeutung geliehen hatte. Er saß sehr steif da, mit feindlich geöffneten Lippen, und dachte, es wird sich schon irgendwie regeln lassen. Falls es sich nicht noch vermeiden lässt. Während Gefühl und Überlegung diesen Weg zurücklegten, stand jedoch die Lage nicht still, sondern es folgten Frage und Antwort geläufig aufeinander. Und welchen Eigenschaften, fragte Ulrich trocken, verdanke ich diesen Vorschlag, der kaufmännisch wohl kaum zu rechtfertigen ist? Sie irren in dieser Frage immer wieder, entgegnete Arnheim. Dort, wo ich stehe, sucht man die kaufmännische Rechtfertigung nicht in Heller und Pfennig. Was ich an ihnen verlieren könnte, spielt keine Rolle gegenüber dem, was ich zu gewinnen hoffe. Sie machen mich aufs Äußerste neugierig, meinte Ulrich. Und dass ich ein Gewinn sein solle, wird mir sehr selten gesagt. Ein kleiner hätte ich vielleicht für meine Wissenschaft werden können, aber selbst da habe ich, wie Sie wissen, enttäuscht. Darüber, dass Sie ungewöhnlich viel Verstand besitzen, antwortete Arnheim, immer noch in dem Ton stiller Unerschütterlichkeit, an dem er äußerlich festhielt.
sind sie mit sich selbst im Reinen. Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Aber es wäre sogar möglich, dass wir schärfere und verlässlichere Existenzen in unseren Betrieben hätten. Es ist dagegen Ihr Charakter. Es sind Ihre menschlichen Eigenschaften, was ich aus bestimmten Gründen dauernd an meiner Seite haben möchte. Meine Eigenschaften? Ulrich musste lächeln. Wissen Sie, dass mich meine Freunde einen Mann nennen, der keine Eigenschaften hat? Arnheim ließ sich eine kleine Gebärde der Ungeduld entschlüpfen, die ungefähr besagte: Erzählen Sie mir nichts von sich, was ich längst besser weiß. In diesem Zucken, das über sein Gesicht lief bis in die Schulter, setzte sich seine Unzufriedenheit durch, während die Worte noch nach Plan und Vorsatz weiterliefen. Ulrich fing diesen Ausdruck auf, und so leicht war er durch Arnheim zu reizen, dass er dem Gespräch nun doch die bisher vermiedene Wendung zu voller Offenheit gab. Sie waren indes wieder aufgestanden. Er trat einige Schritte von seinem Gegenüber weg, um die Wirkung besser beobachten zu können, und sagte: Sie haben mir so viele bedeutsame Fragen gestellt, dass auch ich etwas wissen möchte, ehe ich mich entscheide. Und auf eine einladende Bewegung Arnheims fuhr er klar und sachlich fort: Man hat mir erzählt, dass Ihre Teilnahme an allem, was mit der hier im Gang befindlichen Aktion zusammenhängt, und sowohl Frau Tutzi wie meine Wenigkeit wären da nur ein Zusatz, der Erwerbung von großen Teilen der galizischen Ölfelder dienen soll. Arnheim war, so viel man in dem schon schlecht gewordenen Licht sehen konnte, bleich geworden und ging langsam auf Ulrich zu. Dieser hatte den Eindruck, sich gegen eine Unhöflichkeit vorsehen zu müssen, und bedauerte, durch seine unvorsichtige Gradheit dem anderen die Möglichkeit gegeben zu haben, eine Fortsetzung des Gesprächs in dem Augenblick abzulehnen, wo sie ihm unangenehm werden musste. Es sei darum so liebenswürdig wie möglich: Ich wünsche Sie natürlich nicht zu beleidigen, aber unsere Aussprache würde nie ihre volle Bedeutung gewinnen, wenn wir sie nicht rücksichtslos führten. Diese paar Worte und die Zeit für das kurze Stück Wegs genügten, um Arnheim seine Fassung wieder finden zu lassen. Er trat mit einer lächelnden Bewegung an Ulrich heran, legte ihm die Hand, ja eigentlich den Arm, auf die Schulter und sagte vorwurfsvoll: Wie können Sie einem solchen Börsengerücht aufsitzen? Ich habe es nicht als Gerücht, sondern von jemand erfahren, der gut unterrichtet ist. Ja, ich habe auch schon davon gehört, dass man das erzählt. Wie können Sie es nur glauben? Natürlich bin ich nicht bloß zu meinem Vergnügen hier. Ich kann es mir leider niemals erlauben, dass die Geschäfte ganz ruhen. Und ich will auch nicht leugnen, mit einigen Personen über diese Öllager gesprochen zu haben. Wiewohl ich Sie bitten muss, über dieses Zugeständnis Schweigen zu bewahren. Aber alles das ist doch nicht das Wesentliche. Meine Cousine, fuhr Ulrich fort, ahnt von ihrem Petroleum nicht das Geringste. Sie hat von ihrem Gatten den Auftrag empfangen, sie ein wenig über den Zweck ihres Aufenthaltes auszuhorchen, weil man sie hier für eine Vertrauensperson des Zaren hält. Aber ich bin überzeugt, dass sie diese diplomatische Mission nicht gut ausführt, denn sie ist sicher einzig und allein selbst der Zweck ihrer Anwesenheit zu sein. Seien Sie doch nicht so undelikat. Arnheims Arm gab Ulrichs Schulter eine freundschaftliche, leichte Bewegung. Nebenbedeutungen laufen vielleicht immer und überall mit, aber sie haben soeben trotz der vermeintlichen Satire mit der ungezogenen Aufrichtigkeit eines Schuljungen darüber gesprochen. Dieser Arm auf seiner Schulter machte Ulrich unsicher. Es war eine lächerliche und unangenehme Empfindung, sich umarmt zu fühlen. Ja, man konnte sie geradezu jämmerlich nennen.
Aber Ulrich hatte lange Zeit keinen Freund besessen und vielleicht war es darum auch ein wenig verwirrend. Er würde diesen Arm gern abgestreift haben und unwillkürlich bemühte er sich darum, aber Arnheim nahm die kleinen Zeichen von Unwillkommenheit wahr und musste sich anstrengen, um das nicht merken zu lassen. Und aus Höflichkeit, weil er Arnheims schwierige Lage mitfühlte, hielt Ulrich still und ertrug die Berührung, die nun immer sonderbarer auf ihn zu wirken begann, wie ein schweres Gewicht, das in einen locker aufgeschütteten Damm einsinkt und ihn entzweireißt. Diesen Wall von Einsamkeit hatte Ulrich, ohne dass es wollte, um sich aufgerichtet. Und nun drang durch eine Bresche das Leben ein. Der Puls eines anderen Menschen. Das war ein dummes Gefühl, lächerlich, aber doch ein wenig aufregend. Er dachte an Gerda, erinnerte sich, wie schon sein Jugendfreund Walter das Verlangen in ihm erregt hatte, einmal wieder und so zügellos ganz mit einem Menschen übereinstimmen zu können, als ob es in der weiten Welt keine anderen Unterschiede gäbe als die der Zug- und Abneigung. Jetzt, wo es zu spät war, das Verlangen danach wieder in ihm auf. In silbernen Wellen schien es, wie die Weite eines Stroms hinab die Wellen von Wasser, Luft und Licht zu einem einzigen Silber werden. Und so betörend, dass er sich hüten musste, dem nachzugeben und in seiner zweideutigen Lage ein Missverständnis hervorzurufen. Aber als sich seine Muskeln steiften, erinnerte er sich, dass Bonadea zu ihm gesagt hatte, Ulrich, du bist nicht schlecht. Du machst dir bloß Schwierigkeiten, gut zu sein. Bonadea, die an jenem Tag so erstaunlich klug gewesen war und auch das noch gesagt hatte, im Traum denkst du doch auch nicht, da erlebst du. Und er hatte gesagt, ich war ein Kind, so weich wie Luft in einer Mondnacht. Und erinnerte sich jetzt, dass ihm dabei eigentlich ein anderes Bild vorgeschwebt hatte, die Spitze eines brennenden Magnesiumlichts. Denn so wie diese sprühend zu Licht zerrissen wird, glaubte er, sein Herz zu kennen. Aber das war lange her. Und er hatte sich nicht recht getraut, diesen Vergleich auszusprechen. Es war dem anderen erlegen. Überdies nicht im Gespräch mit Bonadea, sondern mit Diotima, wie ihm soeben einfiel. Die Unterschiede des Lebens liegen an den Wurzeln sehr nah beisammen, fühlte er und sah sich den Mann an, der ihm aus nicht sehr durchsichtigen Gründen angetragen hatte, sein Freund zu werden. Arnheim hatte seinen Arm zurückgezogen. Sie standen jetzt wieder an der Fensternische, wo sie das Gespräch begonnen hatten. Unten auf der Straße brannten bereits friedlich die Lampen, aber man spürte die Auswirkungen der Bewegung der Vorgänge, die stattgefunden hatten. Zeitweilig kamen noch zusammengeballte Rudel von Menschen vorbei, sprachen hitzig und dann wann sprang auch noch ein Mund auf, stieß eine Drohung aus oder irgendein fackelndes Huhu, dem Lachen folgte. Man empfing den Eindruck eines Zustands von Halbbewusstsein und dem Licht dieser unruhigen Straße zwischen den lotrecht herabfallenden Vorhängen, die das gedunkelte Bild des Zimmers umrahmten, sah er die Figur Arnheims und fühlte er seine eigene dastehen, zur Hälfte hell, zur Hälfte schwarz und von dieser Doppelbeleuchtung leidenschaftlich zugeschärft. Ulrich erinnerte sich der Heilrufe auf Arnheim, die er gehört zu haben glaubte. Und mochte jener mit diesen Vorgängen zusammenhängen oder nicht, in der cäsarischen Ruhe, die er nachdenklich auf die Straße blickend zur Schau trug, wirkte er wie die beherrschende Figur in diesem Augenblicksgemälde und schien seine eigene Gegenwart darin auch bei jedem Blick zu fühlen. Man begriff neben ihm, was Selbstbewusstsein heißt. Das Bewusstsein vermag nicht,
das Wimmelnde, Leuchtende der Welt in Ordnung zu bringen. Denn je schärfer es ist, desto grenzenloser wird wenigstens vorläufig die Welt. Das Selbstbewusstsein aber tritt hinein wie ein Regisseur und macht eine künstliche Einheit des Glücks daraus. Ulrich beneidete diesen Mann um sein Glück. Es schien ihm in diesem Augenblick nichts leichter zu sein, als an ihm ein Verbrechen zu begehen. Denn mit seinem Bedürfnis nach Bildhaftigkeit lockte dieser Mann auch diese alten Texte auf die Szene. Nimm einen Dolch und erfülle sein Schicksal. Ulrich hatte diese Worte ganz in schlechtem schauspielerischen Tonfall im Ohr, aber unwillkürlich richtete es so ein, dass er mit dem halben Körper hinter Arnheim zu stehen kam. Es sah die dunkle, breite Fläche des Halses und der Schultern vor sich. Namentlich der Hals reizte ihn. Seine Hand suchte in den Taschen der rechten Körperseite nach dem Federmesser. Er hob sich auf die Fußspitzen und senkte seinen Blick an Arnheim vorbei noch einmal in die Straße. Im Halbdunkel draußen wurden die Menschen wie Sand von einer Welle angeschleppt, die ihre Körper bewegte. Irgendetwas musste ihr wohl aus dieser Kundgebung folgen. Und so schickte die Zukunft eine Welle voraus und es fand eine Art überpersönliche, schöpferische Durchdringung der Menschen statt. Aber es war wie immer eine höchst ungenaue und fahrlässige. So ähnlich empfand Ulrich. Man wurde eine kurze Weile davon festgehalten, aber er war es bis zu Ekelgefühlen müde, daran Kritik zu üben. Er ließ sich vorsichtig wieder auf die Sohlen sinken, schämte sich der Gedankenspielerei, die ihm diesen Weg vorher in entgegengesetzte Richtung hatte zurücklegen lassen, um es aber sonst nicht wichtig zu nehmen, und fühlte eine große Verlockung, Arnhem auf die Schulter zu tippen und ihm zu sagen: Ich danke Ihnen. Ich habe es satt. Ich will etwas Neues versuchen. Und ich nehme Ihren Vorschlag an. Da Ulrich aber auch das nicht wirklich tat, kamen die beiden Männer über die Antwort auf Arnheims Anfrage hinweg. Arnheim nahm das Gespräch an einer früheren Stelle wieder auf. Besuchen Sie manchmal den Film. Sie sollten es tun, sagte er. Vielleicht hat er in seiner gegenwärtigen Form noch keine ganz große Zukunft. Aber lassen sich erst größere kommerzielle Interessen, etwa elektrochemische oder solche der Farbenindustrie, damit verknüpfen, so werden Sie in einigen Jahrzehnten eine Entwicklung sehen, die durch nichts aufzuhalten ist. Dann setzt der Vorgang ein, wo jedes Mehrungs- und Steigerungsmittel herhalten muss. Und was immer unsere Dichter oder Ästhetiker sich einbilden werden, entstehen, wird eine Kunst der AEG oder der deutschen Farbwerke. Es ist entsetzlich, mein Lieber. Schreiben Sie? Nein. Ich habe Sie das bereits vorhin gefragt. Aber warum schreiben Sie nicht? Sie haben recht. Der künftige Dichter und Philosoph wird über das Laufbrett der Journalistik. Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass unsere Journalisten immer besser und unsere Dichter immer schlechter werden? Ohne Frage. Ist es eine gesetzmäßige Entwicklung? Es ist etwas im Gange. Und ich bin auch gar nicht im Zweifel, was das ist. Das Zeitalter der großen Individualitäten geht zu Ende. Er beugte sich vor. Ich kann nicht ausnehmen, welches Gesicht Sie dazu machen. Ich habe schlechtes Büchsenlicht. Er lachte ein wenig. Sie haben eine Generalinventur des Geistes gefordert. Glauben Sie daran? Glauben Sie denn, dass das Leben vom Geist regulierbar ist? Sie haben natürlich Nein gesagt. Aber ich glaube Ihnen nicht, denn Sie sind ein Mensch, der den Teufel umarmen würde, weil er der Mann ohnegleichen ist. Woraus ist das? Fragte Ulrich. Aus der unterdrückten Vorrede zu den Räubern. Natürlich aus der unterdrückten, dachte Ulrich, wie denn aus einer gewöhnlichen. Geister, die das abscheuliche Laster reizet, um der Größe willen, die ihm anhängt.
zitierte Arnheim aus seinem umfassenden Gedächtnis weiter. Er fühlte, dass er wieder Herr der Lage sei und Ulrich aus welchen Gründen immer nachgegeben habe. Es war nicht mehr feindliche Härte neben ihm. Man braucht auch nicht mehr von dem Antrag zu sprechen. Das war in einer glücklichen Weise vorbeigegangen. Aber so wie ein Ringkämpfer das Ermatten des Gegners errät und da sein ganzes Gewicht einsetzt, fühlte er das Bedürfnis, die volle Schwere jenes Antrags nachwirken zu lassen. Und fuhr fort: Ich glaube, dass Sie mich jetzt besser verstehen werden als anfangs. Ich gestehe Ihnen also offen, dass ich mich zuweilen alleine fühle. Wenn die Leute neu sind, denken sie zu wirtschaftlich. Wenn die Wirtschaftsfamilien aber die zweite oder dritte Generation bilden, verlieren sie die Fantasie. Sie bringen dann nur noch einwandfreie Verwalter hervor, Schlösser, Jagden, Offiziere und adlige Schwiegersöhne. Ich kenne diese Leute in der ganzen Welt. Es sind kluge und feine Menschen darunter, aber sie sind nicht fähig, auch nur einen Gedanken hervorzubringen, der mit diesem letzten unruhig, unabhängig und vielleicht unglücklich sein zusammenhängt, das ich durch das Schiller-Zitat gekennzeichnet habe. Ich kann leider das Gespräch nicht fortsetzen, erwiderte Ulrich. Frau Tutzi dürfte den Wiedereintritt der Ruhe in einem befreundeten Haus abwarten, aber ich muss fort. Sie trauen mir also zu, dass ich, ohne von Wirtschaft etwas zu verstehen, diese Unruhe besitze, die ihr so förderlich ist, indem sie das allzu Wirtschaftliche nimmt. Er hatte Licht gemacht, um sich zu verabschieden, und wartete auf Antwort. Arnheim legte ihm in majestätischer Freundlichkeit den Arm auf die Schulter. Eine Gebärde, die sich nun schon bewährt zu haben schien. Und erwiderte: Verzeihen Sie mir, wenn ich vielleicht etwas viel gesagt habe. Es war eine Stimmung der Einsamkeit. Die Wirtschaft kommt zur Macht. Und was fangen wir mit der Macht an, fragt man sich manchmal. Nehmen Sie es mir nicht übel. Aber im Gegenteil, versicherte Ulrich. Ich habe mir vorgenommen, Ihren Vorschlag ernst zu überlegen. Er sagte das schnell und man konnte diese Hast als Erregung deuten. Darum blieb Arnheim, der noch auf Diotima wartete, etwas verdutzt zurück und fürchtete, dass es gar nicht so einfach sein werde, Ulrich auf eine ehrenvolle Weise von diesem Vorschlag wieder abzubringen.